So, ich zeige euch jetzt mal, wie man sich einen ganz einfachen Ständer für das Kettenschärfgerät baut, damit ihr auch die Möglichkeit habt, das auf eurer Werkbank oder auf einem sonstigen Tisch festzumachen, ohne dass ihr das auf dem Tisch direkt verschrauben müsst. So, ich habe hier ganz einfache Siebdruckplatte. Sägeblatt noch mal etwas runter. Wir machen das mal so breit und los geht's. Dann schneiden wir uns noch die Stützfüße zurecht. Und wir sehen uns gleich zur Montage. So, hier haben wir unsere Teile. Ich zeige euch mal, wie ich mir das gedacht habe. Können das in etwa dann so montieren. Und dann unser Kettenschärfgerät oben drauf schrauben. Und dann mit einer Einhandzwinge oder ähnlichem dann am Tisch befestigen. So, dazu müssen wir einmal die ganze Geschichte umdrehen. Wie gesagt, soll das Ganze sehr, sehr einfach gestaltet werden. Ich bohre jetzt hier einfach mal drei Löcher vor. Wenn ihr euch da mehr Mühe geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Und jetzt hier 6 cm. Also nehmen wir eine 70er Schraube dafür. Braucht da auch nichts senken oder ähnliches, ich knatter die einfach rein. So, so sieht das Ganze dann aus. Am Kettenschärfgerät selbst ist hier ein Anschlag, der das Gerät dann schon richtig positioniert. Das heißt, wir müssen jetzt uns nur noch anzeichnen, wo wir durchbohren müssen. Peilen da ungefähr die Mitte bei an. So.
die mitgelieferten Schrauben, zumindest bei dem Gerät, haben einen Durchmesser von 9 Millimetern. Also würde ich hier mit einem 9,5er Bohrer die Löcher bohren. Wer kein 9,5er hat, kann es mit einem 9er Bohrer probieren oder mit einem 10er. Die ENT-Bohrer bieten hier auch die 0,5 mm Schritte an. Insofern sind wir da gut gerüstet. So. Einfach durchbohren. Unser Gerät aufsetzen. Sitzen sehr stramm, was nicht unbedingt schlecht ist. So, dann ziehen wir das Ganze mal noch mal etwas fester. Wie ihr wisst, nach fest kommt ab und nach ab kommt Arbeit. Und da wir oben nur so ein Druckguss-Aluminium haben, würde ich die Schrauben bzw. hier die Muttern auch nur handfest anziehen. So, und so sieht unser fertiger Ständer aus. Wer möchte, kann jetzt im unteren Bereich noch eine Platte machen, die vielleicht so weit rüber steht. Dann könnte er mit Klemmzwingen das Ganze am Tisch befestigen. So, ich habe das Ganze jetzt mal mit den Wolfkraft Einhandzwingen an meiner Tischplatte befestigt. Je nachdem, wie viel Spielraum ihr da habt oder welche Zwingen euch vorliegen, könnt ihr die Lösung, die ich euch vorgeschlagen habe, mit der weiteren Platte für euch zusammenbasteln oder ihr macht das so wie ich oder ihr findet eine ganz andere Lösung. Vielleicht montiert ihr auch das Gerät direkt auf eurer Werkbank oder auf einem freien Platz. Für mich reicht das so hin. Ich werde das Gerät wahrscheinlich eh draußen verwenden und dann vielleicht an einem Gartentisch oder ähnlichem befestigen. Und dann sehen wir weiter. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal geändert. Ich habe jetzt doch die Platte untergebaut, wie ihr seht. Zum einen ist das ganze Ding dann etwas stabiler, wenn ich das hier festzwinge, als wenn ich das hier oben
festzwinge, dann könnte es ein bisschen Überlast nach vorne kriegen vielleicht. So ist es auf jeden Fall sicherer montiert. Und der größte Vorteil, den ich dabei habe, ist, dass ich hier mein Kabel auch reinstecken kann. Vielleicht nutzt ihr das ja als Inspiration bei euch. So sieht's aus. Einfach eine Platte nochmal drunter geschraubt. Und fertig ist das. Ja, schaut euch das Video an, wo das Kettenschärfgerät ausgepackt wird und zusammengebaut wird. Vielleicht kommt ihr auch von diesem Video direkt. Ich verabschiede mich erstmal bei euch und hoffe, dass ihr eine Idee mitnehmen konntet. Bis dahin.